Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Adventskalender-Video auf meinem Kanal. 20. Dezember, 20. Türchen im Lego Harry Potter Adventskalender. Da unten ist es. Wir machen es auf und wollen wissen, was hier drin ist. Oh, das finde ich cool. Oh, das finde ich sogar mega geil. Und zwar allein schon wegen den bedruckten Fliesen finde ich das ziemlich geil. Nämlich die bedruckten Häuserfliesen. Es gibt zu jedem der vier Häuser eine Fliese hier drin. Ich weiß nicht, ob es in anderen Sets die auch so gibt. Ich weiß aber ein Set, wo es die auf jeden Fall gibt, und das ist im Hogwarts-Schloss, weil da sind ja die Minifiguren von den vier Gründern drin. Weil blamier ich mich jetzt, oder kriege ich die alle zusammen? Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff und Rowena Ravenclaw. Ha, hab's tatsächlich noch hingekriegt. Sehr gut. Gut, dann haben wir hier einmal die... Ah, nee, das sind zwei, okay. Zwei aneinander, ist keine 4x4, sondern die aneinander. Und dann werden die hier so da verbunden mit so. Und dazwischen dann so und so. Dann kommt der große in die Mitte, so. Und dann die, die immer, die zwei haben immer übers Eck quasi. Kommen dann so hin, dass immer auch übers Eck in jede Richtung einer ist, sodass dann in jede Himmelsrichtung zwei Studs zur Seite weggehen. So. Und dann kommt da dran, hätten wir hier Gryffindor. Ist sogar so cool bedruckt, dass man es sogar lesen kann. Gryffindor, wie gesagt, in Rot, hat man schon gesagt. Dann kommt hier hin in Gelb. Dann Hufflepuff. Dahinter, oh, jetzt muss ich gucken. Mein Image ist ja egal, aber da müsste dann grün kommen. Slytherin. Passt ja auch gegenüber von Gryffindor irgendwie. Slytherin. Und schließlich noch Ravenclaw. So. Und oben drauf kommt dann noch ein Deckel. Das ist der kleine hier. Mit auf jeder Seite. Ein glattes Ding und da dann noch so. Und das kommt dann nochmal so da drüber. Und fertig ist. Erinnert mich ein bisschen an dieses Drehdingens bei Hidden Side, wo man die verschiedenen Farben einstellen kann. Aber hier sind es die vier Häuser von Hogwarts. Und hier oben noch was draufstellen kann oder vielleicht in einem der nächsten Türchen noch was kommt. Ich bin gespannt. Mal gucken. Aber auf jeden Fall, allein wegen den kleinen Fliesen hier, finde ich das mega geil. Das gefällt mir echt ziemlich gut. Da kann man bestimmt einige tolle Sachen mitmachen. Egal, entweder um Minifiguren hinzustellen oder in irgendwelchen Dioramen oder sowas. Das finde ich ziemlich cool. Ziemlich, ziemlich cool. Okay. Ja, ich hoffe, ihr fandet das Video auch ziemlich cool. Dann, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mich in meinem Kanal unterstützen wollt, dann gerne ein Abo dalassen. Das wäre richtig cool. Cool wäre es übrigens auch, wenn ihr mal bei meinen anderen beiden Adventskalender-Videos vorbeischauen würdet hier auf dem Kanal. Der Lego City Adventskalender und der Lego Star Wars Adventskalender. Ansonsten sage ich danke fürs Einschalten und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.